Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Genau, heute wieder Stereo Trader wieder im Fokus. Ich hoffe, Sie haben viele Fragen mitgebracht, denn natürlich steht Dirk Hilger hier zur Verfügung und ja, beantwortet natürlich Ihre Fragen so weit wie möglich. Bevor ich aber natürlich einmal rüberschalte, muss ich den Risikohinweis zeigen. Bitte zur Kenntnis nehmen, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Nichts, was wir heute besprechen, als Empfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, und heute mache ich auch ein bisschen Werbung und zwar für das Webinar morgen auch mit Dirk, denn heute Morgen startet die neue Reihe mit ihm. Habe ich hier schon vorbereitet, Live-Trading, Börsen am Morgen mit Herr Hilger. Und damit sage ich auch offiziell Hallo Dirk, schön, dass du wieder da bist. Und mit uns das Webinar hier machst. Ich übertrage den Bildschirm. Den Link zur Anmeldung werde ich in den Chat kopieren. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. So, Bildschirm haben wir an, ne? Sollte Ja. gut aussehen. Ja, dann hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite heute hier zum Frage- und Antwortspiel, genannt Helpdesk-Webinar. Und wie der Nelson schon gesagt hat, ich hoffe, ihr habt einiges an Fragen mitgebracht. Ansonsten wird das ein sehr kurzes Webinar, weil hier wirklich nur, das ist ja für diejenigen, die noch nicht dabei waren, das ist absolut kein Monolog. Das heißt, ich werde hier nicht einfach irgendwas erklären, sondern versuche halt auf alle Fragen, so gut es geht, halt einzugehen. Also wenn irgendwo Probleme sind bei der Bedienung oder wenn halt irgendwelche komischen Meldungen erscheinen oder was auch immer oder Verständnisfragen sind, bitte einfach zahlreich in den Chat stellen. Und dann können wir das nämlich alles nacheinander durchgehen. Ich habe aber momentan so ein bisschen den Eindruck, also jetzt mal auf den Support geguckt, dass jetzt mit dem letzten Bild, also es ist ja die Versionsnummer 2031, da kommt irgendwie gar nichts mehr an Fragen. Also das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Also das scheint irgendwie nicht wirklich irgendwo was zu verrutschen. Klar, es gibt immer mal irgendwie ja, so Einzelfälle, wenn jemand hat irgendwie eine bisschen exotische Konfiguration hat an seinem Computer, dann ist sowas schon mal irgendwie, wo dann halt Meldungen kommen, die man sonst vielleicht nicht findet. Aber ich glaube allgemein, oder ich glaube, Nelson, das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, hoffe ich doch zumindest, Das auf jeden ist bisher Fall. Da war sehr, nur sehr ruhig alles. eine Sache, die hatte ich dir auch weitergeleitet, in Verbindung mit dem Add-on Market Profile. Ja, genau. Also das halte ich aber wirklich, also die Frage war ja halt, dass dort halt teilweise das nicht erscheint. Ich mach's mal, ob da. Ja, falsch hier. Ich mach's mal hier gerade drauf. So, hier den Paternoster raus. Also irgendwie heute Morgen mal was probiert, so ein Pattern-Erkennung, die ich vielleicht auch mal dann in die nächsten Samples mit dazu mache. Aber das nur am Rande. Das ist nur kurz zur Erklärung, warum ich hier gerade so ein bisschen rumklicken muss. Also, Market Profile. Also generell funktioniert das Ding ja. Man sieht es halt einfach nur in den Chart. Und dann sollte es das gewesen sein, also genau so, wie es hier halt eben aussieht. Und da war ja halt irgendwie bei dem das Problem mit einer VPS-Konfiguration, dass es dann teilweise überhaupt nicht erscheint, oder wie war das, ne? Ich habe das vorhin auch nur auf die Schnelle überflogen. Nelson, hilf mir da ruhig nochmal gerne. Ja, das ging auf jeden Fall in die Richtung, auch mit Neuinstallation etc., aber Ja, also das scheint irgendwie wirklich lokal zu sein. Also sowas kann halt immer eine rechte Frage sein. Also wenn es jetzt zum Beispiel auf ein VPS ist oder so, nicht, dass da irgendwie Schreibrechte oder sowas halt fehlt. Also das heißt, im System ist das halt so eine Geschichte, wenn man da halt irgendwie sich mal die rechte Einstellung und wenn man die mal verkurbelt hat und dann sind die Anwendungen teilweise nicht mehr in der Lage, irgendwo Dateien zu schreiben und das Market Profile,
das schreibt ziemlich viel an Daten. Also was man generell mal machen kann, wenn man da halt nicht weiterkommt, beziehungsweise Neuinstallationen, bringt da überhaupt gar nichts, ja, weil das, also grundsätzlich, wenn man den StereoTrader oder irgendein Add-on neu installiert, ja, das gleiche einfach nochmal, erreicht man nichts, wirklich nichts, weil das Installationsprogramm ja nicht irgendwie irgendwas überschreibt oder halt Konfigurationsdateien löscht. Das bringt alles nichts. Und deswegen, weil das hat nämlich der Fragesteller nämlich versucht, das eben neu zu installieren. Was man aber machen kann, ja, wenn man halt irgendwie mal irgendwie Daten hat, wo man der Meinung ist, es passt alles nicht hinten, nicht vorne, irgendwas stimmt da nicht, dann kann ich, wenn ich das Market Profile, wenn das geladen ist, das sieht jetzt bei mir schon wieder ein bisschen anders aus hier unten im, in dem Panel, das seht ihr auch, das ist jetzt die nächste Version, die jetzt kommt. Und da sage ich auch gleich noch was dazu. Da gibt es nämlich noch eine Überraschung. Die wird sicherlich die ein oder andere freuen. Die ist auch schon fast spruchreif. Das weiß noch nicht mal der Nelson. Aber eins nach dem anderen. Was? Also was man machen kann, ist, ja. Hier Indicators List, also Indikatorenliste. Und dann hat man hier das Market Profile. Und wenn man da drauf geht, da kann man hier unten auswählen Clear History Data. Ja, wenn man das einmal einschaltet, darf man natürlich nicht speichern, das sind die historischen Daten immer weg. Ich möchte das jetzt auch bei mir jetzt nicht machen, weil ich die historischen Daten schon seit Monaten sammle und die jetzt eigentlich nicht nochmal loswerden will. Und wenn ich dann OK klicke und dann initialisiert sich das neu und die historischen Daten sind halt alle weg. Ja? Das heißt, die werden dann in dem Moment nochmal komplett vom Server gezogen. Und manuell muss ich jetzt selber überlegen, wenn ich hier auf Datei Datenordner öffnen gehe, dann müsste das, ich hoffe, das passt jetzt, hier oben dann bei Terminal, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht nochmal irgendeinen Unsinn, Files, also Common Files und genau, SEA Market Profile und dort sind nämlich dann die ganzen historischen Daten drin, ja, also wenn man das irgendwie manuell mal irgendwie aufräumen will, das findet man hier. Ja, das sind so Logdateien und so. Und das kann halt damit zusammenhängen, weil wie ihr seht, das ist halt schon relativ viel an Einzeldaten, was da geschrieben wird. Und das kann möglicherweise tatsächlich mit der Rechteeinstellung oder so da halt wirklich zusammenhängen. Ja. Also aber so pauschal, dass das nicht funktioniert, kann ich so definitiv ja auch aus Erfahrungswerten jetzt nicht unterschreiben. Und von daher, ja, ist es halt wahrscheinlich wirklich lokal. Also müsste ich mir vielleicht selber da mal irgendwie angucken und ist die einzige Möglichkeit. Aber normalerweise einfach installieren und dann läuft das Ding. So, mit der kleinen Überraschung, ich kann dir mal, ich hoffe, ich komme dem Olli da nicht zuvor, aber ich glaube nicht, dass er da böse ist. Im Gegenteil, wir werden eine Free Edition machen vom Market Profile. Ja, also die jetzige, die ist ja halt kostenpflichtig, weil die ja halt auch minütlich Daten zieht von dem Server, der gefüttert werden muss und die free. Und das heißt, die aktualisiert er wirklich minütlich. Und da kommt ja auch hier so Point of Control, der hier fließt oder der VWAP, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Kurve auch letzten Endes. Das wird ja alles minütlich aktualisiert und die Free Edition, das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich mache das mal hier raus. Die ist gerade hier in der Fertigstellung nämlich. Die macht keine Intraday-Werte, aber dafür, Moment, jetzt ein Vorführeffekt, nee, doch funktioniert, macht halt nur die Vortageswerte, weil der Olli Klemm hat ja auf seiner Homepage ohnehin immer die ganzen Daten drauf, die man sich ja abschreiben kann. Und da habe ich halt irgendwann gesagt, lass das doch irgendwie anders machen, lass uns doch eine Edition machen, eine Free Edition, wo die Leute, wo keiner mehr irgendwas abschreiben muss, sondern wer dann halt eben den StereoTrader hat. Und die Free Edition vom Market Profile, der hat entsprechend mit den Korrekturen von FDAX auf CFD, also von FDAX zum Beispiel auf den CFD DAX mit entsprechender Umrechnung dann halt hier genau die Sachen drin, die halt der Olli eben auch auf seiner Homepage stehen hat. Also gibt es noch nicht, ja, wird auch dann, wenn es soweit ist, auch von Olli selbst dann auch entsprechend angekündigt werden. Aber genau das ist das, was jetzt kommt. Und meines Erachtens ohnehin eine große Hilfe. Wie gesagt, gibt es ohnehin ja halt eben auch, wenn man das möchte, kann man es abschreiben auf seiner Homepage tradingcoacholli.com ist es. Com oder DE? Nee, com, glaube ich. Ja, genau, com. Und aber so ist natürlich 100-mal einfacher, ja.
weil man ja halt eben auch genau wie in dem anderen Add-on auch entsprechend hier die Zeiten einstellen kann und oder halt wie viele Tage man rückwirkend haben möchte. Man kann es halt auch hier bequem ein- und ausblenden und so weiter und so fort. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wird das doch einige freuen, zumindest, zumal ich es ja zum Beispiel auch mittlerweile fast regelmäßig bei mir in der Facebook-Gruppe im Daytrading ja auch drin habe. Und da fragt schon der Erste, wann kommt die Free? Paar Tage. Also sobald wir hier irgendwie da halt klar sind, wie das halt irgendwie da genau erscheinen wird. Aber das ist nur eine Frage von ein paar Tagen und dann kommt das. Auf jeden Fall vor den IB-Days, die ja auch bald sind. Ja, so, also ich glaube, damit sind einige schon ganz happy. Wobei es natürlich jetzt nicht den Komfort hat wie die große, wie das eigentliche Produkt des Market Profile, weil eben die Intraday-Daten fehlen und man muss auch mal irgendwie manuell updaten, weil es ja eben auch passieren kann, dass zum Beispiel der FDAX sich weiter verschiebt in der ersten Handelsstunde, ja, oder halt, wenn der DAX morgens aufmacht. Und der ist über Nacht neu gerechnet worden und dann hat man eine andere Abweichung als am Vortag. Und das war heute, glaube ich, sogar der Fall. Ich habe das heute Morgen gestartet, testweise zum ersten Mal, hat wunderbar funktioniert, aber halt eben erst mal um 10 Punkte verschoben. Und da gibt es dann halt nachher hier so ein Knöpfchen, da drückt man dann drauf und dann ist das wieder alles aktuell. So dass halt hier die Daten, also hier für die Value Area vom Vortag, und der Point of Control, dass die wirklich dann auch identisch sind. Also ich kann das hier mal zeigen, parallel. Jetzt habe ich hier ein bisschen viel auf. Nee, ist auch für das vielleicht ein bisschen zu weit. Ich wollte jetzt nicht hier nur über das Market Profile reden. Wie kann man das einschalten? Man muss es einfach nur draufziehen, also wie ich es hier gemacht habe. Wenn man das nachher installiert hat, da gibt es ja auch einen Installer, genau wie für den Stereo Trader auch. Und dann erscheint das hier unten im Navigator. Und da gibt es halt so eine Kategorie, die heißt Stereo Trader und dort steht dann Oliver Klemm. Bei mir steht jetzt hier was anderes. Und dann zieht man das einfach drauf und dann hat man das. Ja, Nelson, ne? Hast du nicht gewusst? Da muss Nelson? ich dich enttäuschen, das wusste ich sogar schon. Nee. Ja, da Das weißt du nicht. sagst du jetzt nur, Nein, um den Spaß zu nehmen. nein, ich fände Spaß es eine super Überraschung, aber du hattest das schon mal so leicht erwähnt. Ja, echt? Ach Mensch, ja. Ja gut, dann sieht man wenigstens, wie lange wir uns Gedanken machen, bis wir da uns dann mal durchringen, dann irgendwas dann auch umzusetzen und dem was Positives abzugewinnen. Jetzt hättest du aber auch mal sagen können, Mensch, Dirk, das ist eine Überraschung, das finde ich ja toll. Du bist doch ein bisschen Schauspieler. Hab ich gesagt. Super Überraschung. Das ist doch, Aber ja, ich bin nicht mit komplett. Aber. Das ist doch Ach Showbusiness. so, Wir machen doch Market Entertainment. Profile, Free Version. Nee, wusste ich überhaupt nicht. Also Ja, siehst du, tatsächlich, geht doch. boah, das muss ich auch haben. So, Okay. next, wieder zurück hier zum Thema. Nicht, dass die Leute hier Genau. wieder umschalten. Also. Da sind ein paar Fragen zu Grid Trading. Schon die erste Frage, vielleicht kannst du das mal durchlesen. Ja. So, muss ich mal ein paar Sachen zumachen. Ist ja ganz schön unordentlich bei mir heute. So, wenn ich beim Grid Trading bei einem oder mehreren Limits eingestoppt wurde und dann den TP erreicht habe, möchte ich, dass die anderen Limit Order automatisch gelöscht werden. Wie geht das? Man muss dazu eigentlich gar nichts machen. Also spätestens seit der Version 2030, ich weiß jetzt nicht, ob die schon, ich glaube, die wird noch nicht erzwungen. Also das heißt, wenn man nicht abgedatet hat und noch auf der 2027 ist, und dort ist es tatsächlich noch nicht, aber bei der 2030 sind genau solche Sachen korrigiert worden. Also, um das nochmal kurz auch den anderen zu erklären, ich nehme mal den Dauer, der wiegt gerade ein bisschen mehr. Moment, jetzt muss ich aber fragen, war jetzt hier die Frage nach Grid Trading oder mit der strategischen Order? Also, wenn man das mit Grid Trading macht, das heißt also, so, wenn ich jetzt manuell sage, ja, ich gehe hier, was weiß ich, da long. Und setze mir hier so einen Stapel hin. Ja, das wäre ja halt das Grid. So, um das hier mal ein bisschen deutlicher darzustellen. Und dann ist tatsächlich so, wenn jetzt zum Beispiel die ersten beiden gefillt werden
Und der läuft in Take Profit. Also wenn der hier eingestellt ist mit, was weiß ich, ja, ich stelle jetzt hier mal 20 Punkte, 20 Punkte ein, nur mal als Beispiel. Dann würde halt hier, würden die beiden gefüllt werden, der läuft hoch, Profit 20 Punkte und da unten, die bleiben stehen. Das ist eine Frage, die kommt eigentlich irgendwie immer wieder und eventuell muss ich da wirklich mal was ändern. Weil ganz einfach, Auto-Exit, Delete Orders. Und wenn das eingeschaltet ist, ja, generell, das hat nichts mit der Time Range oder beziehungsweise mit dem zeitlichen Ausstieg oder so zu tun, sondern es ist generell, wenn Delete Orders oder Orders löschen eben in der deutschen Fassung halt, wenn das so da steht und ausgewählt ist, heißt das einfach nur, sobald ich raus bin aus dem Trade, also sobald ich flat bin, werden alle Orders gelöscht. Und das gilt natürlich auch genauso für die Grids. Und die Änderung in der Version, in dem Bild 2031, das war halt die, die bezog sich hier drauf, sobald ich nämlich halt hier was auswähle bei strategische Order, ja, und sage dann da zum Beispiel, hier ist das Ding, da spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was hier ausgewählt ist, ja. Da ist es sogar so, mittlerweile, wenn ich, also es das heißt, wenn die strategische Order geschlossen wird, ob jetzt ein Plus oder Minus, egal, sind die anderen Orders von der Strategie-Order, die werden halt gelöscht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und habe sogar noch manuelle hier dabei, ja, zum Beispiel hier oben noch irgendwie ein Short und hier noch irgendwie einen eigenen Long, dann ist es sogar mittlerweile so, dass halt nur die Orders gelöscht werden, die auch von der strategischen Order gesetzt werden. Ja. Und das heißt, von daher muss man da eigentlich gar nichts mehr machen. Wenn man die anderen auch loswerden will, dann ist man natürlich wieder hier in der Abteilung Auto-Exit. Delete Orders einschalten und dann ist garantiert auch alles weg. Ja. Okay. So. Soweit verständlich. Der Harald war das. Da gibt es eine kleine Ergänzung von Lutz, dass diese Einstellung wohl bei jedem Neustart nochmal neu gesetzt werden muss. Das Delete Orders? Okay. Das muss ich mir mal angucken. Das kann sein, ja. Dass das halt vielleicht dann versehentlich nicht gespeichert wird, aber das notiere ich mir gerne mal. Das mache ich doch gleich mal hier sogar nativ handschriftlich mit einem Kuli, damit ich es auf dem Schirm habe. So. Weil da waren vorher auch noch, das habe ich gesehen, auch bei dem letzten Bild, da waren auch irgendwie noch zwei, drei andere Sachen, die, ah genau. Der Time Exit, der ist nämlich auch nicht gespeichert worden. Das ist aber mittlerweile alles behoben. Es kann halt sein, dass das hier tatsächlich auch noch irgendwie darunter fällt. Weil da ist halt irgendwann mal einiges umgebaut worden hier in dem Auto Exit und das ist möglicherweise einfach vergessen worden. Ich meine, das ist jetzt kein Beinbruch. Wenn man es weiß, kann man ja gucken, ob es gesetzt ist. Und weil es ja auch nicht immer sinnvoll ist, das irgendwie anzuhaben. Also bei mir ist es auch so ein Punkt, den ich irgendwie ständig irgendwie ein- und ausschalte. Je nachdem, was ich gerade mache. Und aber eben das jetzt halt nur mal zur Erklärung, ja. So, Dann genau, der Harald schreibt, danke, der ist nicht angeklickt, ist also Und erledigt. So. davor war noch eine Frage zum Grid Trading. Dann bleiben wir noch kurz beim Thema. Dann haben wir Ja, habe ich alles. mich gerade auch schon rausgepickt. Das war noch eine Frage, das meinst du, ne? Also, wo hier steht, wenn beim Grid Trading mehrfach eingestoppt werden, verändert sich der TP. Wie kann ich ihn konstant halten? Tatsächlich gar nicht. Also der T, nee, Moment, das stimmt doch gar nicht. Wenn der TP bleibt konstant oder was du wahrscheinlich meinst, ist wahrscheinlich genau umgekehrt. Der TP, der bleibt konstant an einem Kurs. Ja, also hier oben habe ich jetzt zum Beispiel den TP, der sitzt jetzt ja relativ, der Take Profit sitzt relativ genau hier auf 25.800. Und wenn ich jetzt ja nochmal eingestoppt werde, ich setze hier mal einfach manuell irgendeine hin, irgendeine wird er schon abholen, nur um das halt mal zu zeigen. Und der bleibt konstant. Und was aber wahrscheinlich gemeint ist, ist, dass der eben relativ bleibt und nicht konstant. Das heißt, ich habe hier einen Punkteabstand momentan von 20 Punkten, ja, weil mein Break-Even ist ja halt hier bei 25.780. Folglich plus 20 ist mein TP 21 Punkte höher, ja. 21 war kein Fehler, sondern das liegt ja an dem Spread. Das heißt, ich muss hier oben, muss ich ja mit dem Bid drüber. Deswegen sind es 21. So, und wenn jetzt halt die nächste gefüllt wird,
dann steht dann zwar hier immer noch 20 Punkte, aber das stimmt an der Stelle nicht mehr, sondern der TP, der Take Profit, genau wie der Stop Loss, wird immer konstant gehalten. Und da wird nicht dann halt auf den neuen Durchschnitt dann halt 20 Punkte drauf gerechnet, sondern der bleibt dann halt immer an der fixen Stelle. Und umgekehrt ist es nicht machbar. Das heißt, man kann es nicht so machen, dass halt der TP dann immer 20 Punkte beträgt, sondern der bleibt halt immer an der fixen Stelle, genau wie Stop Loss auch. Was man aber machen kann, es gibt mehrere Möglichkeiten, um das halt zu verändern. Das ist halt zum einen, das ist jetzt beim Grid jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft. Man könnte hier oben einfach eine Short Order hinsetzen, ja, und damit die Position auflösen. Gut, da wäre ich jetzt hier, wenn ich überpositioniert wäre, wäre ich plötzlich Short, was ich ja nicht will. Da sage ich natürlich klar, macht an der Stelle keinen Sinn. Aber was halt auf jeden Fall eine funktionierende Alternative ist, man nutzt einfach den Trading Stop. Man sagt halt, hat hier von mir aus Trade, ja, also jetzt einfach nur der Stupide hinterherläuft und sagt dann dort, ja, ich bin raus nach 20 Punkten, da sehe ich ja hier oben, ist ja genau mein Trading-Beginn und setze die Distanz auf 0. Ja, und das heißt einfach nur, sobald er hier oben, beziehungsweise der bleibt nämlich nicht hier oben stehen, nämlich sobald, weil der ist immer relativ, der Trading-Beginn ist relativ und Take Profit und Stop Loss sind absolut. Und das heißt, wenn der jetzt hier runterrutscht und sich da noch füllt und dann wandert diese Linie, also hier mein Trigger, wo das anfängt zu trailen, die wandert dann tatsächlich 20 Punkte zum Break-Even dann halt auch entsprechend halt hinterher. Und damit kann man dann genau das erreichen. Ja, also dass man halt nicht, dann nimmt man eben nicht den Take Profit, sondern eben Trailing Stop, Straight, Abstand wie auch immer, Distanz 0 und dann ist das Ding raus. Dann kommt dann zwar eine Fehlermeldung, irgendwie Stop zu eng oder weiß ich nicht was oder. Das kann dann halt passieren, das macht aber nichts. Die Position ist ja trotzdem weg dann. Okay. Gut. Da kommt nichts mehr, aber ja, genau. Okay, also damit kann man das auf jeden Fall machen. So, bei mir funktioniert der Estimator. Kommt der nächste im Zusammenhang mit der Sportstrategie nicht mehr. Jetzt mit der neuen Bildnummer, also ich habe jetzt natürlich nicht alle Add-ons da mit dem Estimator jetzt explizit durchprobiert, kann ich aber ja gleich mal machen. Will ja nicht ausschließen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Bekannt ist mir jetzt erstmal nichts. Machen wir das einfach mal. Machen wir hier mal Sport. Das Add-on da drauf und dann hat ja, M15 sind wir schon mit dem Estimator. So, Estimator auch für diejenigen, die das nicht kennen. Der Estimator ist dazu da, um Strategien auf die Schnelle zu testen, was da halt rauskommt. Und hier ist zum Beispiel die Sportstrategie. Und wenn ich da jetzt halt Estimation einschalte. So, und da kommt tatsächlich nichts. Okay. Das ist dann möglicherweise dann halt, hängt vielleicht wirklich mit der Versionsnummer zusammen. Mal gucken, ob hier irgendwas steht. Da steht irgendwie jetzt natürlich ein bisschen arg viel. Weil das sollten jetzt natürlich entsprechend die Ergebnisse kommen. Ich zeige das nochmal halt. Na, wo sind wir? Zum Beispiel hier mit einer einfachen Strategie. Die jetzt auch nicht funktioniert, das glaube ich aber nicht, weil da habe ich halt morgen selber noch. Ja, so sieht es dann aus, ja. Also, was auch immer jetzt hier für eine Strategie habe, und dann wird halt hier direkt das Ergebnis angezeigt, jetzt hier für die letzten 63 Tage. So kann ich halt eine schnelle Auswertung machen davon, was halt eine automatische Strategie halt bringt. Aber wie gesagt, warum das jetzt bei der Sport nicht funktioniert, ich kann es irgendwie, keine Ahnung, muss ich mir angucken. Ist wahrscheinlich irgendwie nur Kleinkram. Und ich guck mal ganz schnell hier drauf. Und dann muss man das einfach nur, kann man das morgen updaten, wenn es damit jetzt irgendwie erledigt ist. Und ich versuche das mal halt eben. Es kann sein, dass das wirklich jetzt nur eine kleine irgendwie Versionsverschiebung gewesen ist. So, gucken wir mal nochmal. Wo haben wir den Sport?
Nee, die Sport hat da irgendwie keine Lust drauf. Okay, muss ich mir angucken. Ja, also weiß ich nicht. Es hat bis jetzt irgendwie keiner irgendwie was dazu gesagt, aber ich ahne schon, was es ist. Aber das hängt wahrscheinlich dann wirklich mit dem Versionssprung zusammen. Dann habe ich das möglicherweise übersehen an der Stelle. Also sorry wird auf jeden Fall ganz schnell behoben. Okay. So, aber dafür ist ja, sind wir ja genau hier, um eben auch genau solche Geschichten ausfindig zu machen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, kann ja immer mal passieren. Und dann wird es natürlich ergänzt. Ist ja auch dann vielleicht halt für denjenigen, der es findet, ja auch einfacher. Oder halt, wenn er dann hört, ah ja, ist tatsächlich ein Fehler. Und dann sucht man sich ja nicht irgendwie zu Tode, sondern weiß dann, alles klar, ist ein Fehler und dann ist gut. Und jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß ja halt auch, wenn irgendwie ein Fehler ist. Ich bin auch immer jemand, der gerne sagt, ja, ist ein Fehler, statt da irgendwie drum herum zu reden, weil ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich schuld bin, dann kann ich es ja auch selber beheben und muss nicht irgendjemand anders fragen. Das ist so ein bisschen meine Devise halt auch. Ich weiß, das ist nicht überall so, aber ich finde es halt eigentlich immer und dann auch am bequemsten, weil es dann auch am schnellsten sicherlich geht. Sorry, ich habe einen Frosch im Hals hier. Ich muss mal ganz kurz. Mikro. So, jetzt geht's wieder. Hoffe ich. Okay. Was haben wir noch? So. Kannst du eigentlich auch direkt da bei Session Statistik bleiben? Dann da bezieht sich eine Frage, wie man die Trades im Chart anzeigen kann, anzeigen lassen kann. Ach so. Ja, einfach nur, wenn man hier die Statistik auf hat. Gut, das haben wir jetzt hier einen zugemacht. Ja, ne? Da war ja irgendwie gerade einer. Genau, da muss man einfach nur hier bei der Session-Statistik hier unten auf Trades klicken. Und dann sieht man das hier. Ja, dann habe ich halt hier mein Ergebnis in Punkten, Beträgen, wie auch immer, was ich es haben möchte. Und da wird es angezeigt. Das sind auch noch so ein paar, sieht man so ein paar kleine Sachen dabei. Wenn man da die Maus drüber hält, kriegt man noch eine ausführliche Erklärung. Ich glaube, das ist auch noch nie irgendwie erklärt worden. Sofern die Maus hier mal irgendwie auch was zeigt. So, Exit Long steht dann hier zum Beispiel. Da war halt dann der Exit. Und dann hier zum Beispiel der erste Entry. Dann nochmal ein Teil Entry. Ja, stehen die ganzen Details dabei. Auch wenn man jetzt zum Beispiel dreht, ja, steht das halt auch alles mit dabei. So, dass man halt jederzeit, ups, ich habe die Sport ja noch drin, nachvollziehen kann, was wo an welcher Stelle genau passiert ist. Also einfach nur hier unten bei Session-Statistik, Trades, ja, das einfach nur auswählen. Und wenn man irgendwie sich mal verklickt hat und dann irgend, was ist, wenn ich jetzt sage hier so, ach verdammt, das wollte ich gar nicht machen. Wenn man sowas macht, zum Beispiel einen Fehler und dann geht man einfach hin, Rechtsklick, löscht das und dann erscheint es halt auch nicht mehr. Da ist zwar hier noch nur noch das kleine Ding drin, aber halt nicht mehr die Beschreibung dazu. Und so kann man sich halt ein bisschen ordentlicher halten, ein bisschen aufräumen. Und wenn man zum Beispiel alles löschen möchte, steht auch hier, glaube ich, dabei. So, Shift-Klick. Verändert das Display übrigens. Ja, also wenn man mit Shift da draufklickt, dann hat man zum Beispiel nur die Pfeile. Ja, sieht man ja hier, die Pfeile bleiben da, wo die Entries waren. Und wenn man die Ergebnisse haben möchte, mit hier mit dem Pfad hier dazu und einfach mit Shift-Klick kann man das umschalten, ja. Und wenn man es löschen möchte, zum Beispiel, halt irgendwie alles, was ich da halt irgendwie gemacht habe, und dann macht man das mit Control-Klick beziehungsweise STRG-Klick auf der Windows-Tastatur. Und dann ist die komplett gelöscht. Das hat mit der Statistik an sich nichts zu tun. Das ist komplett getrennt voneinander, wird das gespeichert. Also die statistischen Daten sind dann noch da, nur eben halt nicht mehr diese Anzeigedaten halt für im Chart, weil die ist limitiert. Also es werden immer maximal die letzten 1000 Trades werden angezeigt, weil es sonst einfach zu viel an Daten ist, was man auch, glaube ich, nicht wirklich braucht. Also kein Mensch geht, glaube ich, hin und guckt weiter als 1000 Trades zurück. Was habe ich denn da, wo nochmal genau, an welcher Stelle wie gedreht? Und wenn jemand selten handelt, klar, der guckt dann schon mal irgendwie vielleicht ein paar Monate zurück. Aber der kommt da nicht auf 1000 Trades. Okay, jetzt schreibt der Lutz, ist aber nervig. Was meint denn der Lutz mit nervig?
Das kann er vielleicht Das mal war diese erklären. Orders, die Lead-Order. Order-Löschen-Geschichte war das. Das ist Ja. geklärt, genau. Ach, der Lutz, der hat halt immer was zu meckern. Das ist, man braucht ja so einen wie den Lutz, der muss, der immer gerne schimpft. Schreibt er hier direkt LOL. Gut, ich denke, er hat es richtig verstanden. Okay, wo kann man eine generelle Einführung sehen? Ich glaube, Nelson, da bist du der Ansprechpartner, ne? Genau, bei Mit den uns auf ganzen der Webseite Fragen. tatsächlich sind die Einführungsvideos. Ich habe auch demjenigen, dem Teilnehmer auch den Link nochmal geschickt. Und kann ich aber auch für alle nochmal machen. Da sind, glaube ich, heute auch ein paar neue Teilnehmer dabei. An der Stelle herzlich willkommen. Und da sind die Einführungsvideos, die wir mit dir zusammen gemacht haben, ganz am Anfang. Und selbstverständlich, wenn man dann die alle durch hat, dann sollte oder kann man dann auch sich die ganzen Helpdesk-Webinare sich anschauen. Ich glaube, dann ist man wirklich fit. Ja, ich glaube, da haben wir wirklich einiges gemacht, ne? Also das war ja schon sehr, sehr umfangreich. So, und natürlich auch, Entschuldigung, wenn ich kurz noch Ja, machen. einbringe, da war auch nämlich die Frage, wie man, ja, wo findet man immer die neuesten Versionen? Natürlich einmal bei dir auf der Webseite, serialtrader.net, und bei uns auf der Webseite ist die neueste Version auch immer hinterlegt. Ja. Da muss ich mir auch keine Gedanken machen, dass da irgendwie die Webseite schneller ist oder FX Flat an der Stelle schneller oder langsamer, sondern das ist halt synchronisiert. Also das, was auf der Homepage drauf ist, ist auch das, was bei FX Flat drauf ist, 1:1. Also da muss man halt sich auch keine Gedanken machen. Da fragt jemand auch, ich bin neu, wo du bist, war noch Tanja, genau. Wie checke ich die Bildnummer? Ganz einfach hier oben aufs Logo klicken. Und dann steht es hier drin. Version 2.0, Bild 2031. Bei mir steht jetzt Beta, ja, daran ist bitte nicht stören. Das steht bei euch nicht, sondern da steht einfach nur dann Stereotrader oder MT4 und dann halt hier die Bildnummer. Und da weiß man halt auch immer, ob man da richtig unterwegs ist. Okay. Auf der Webseite schreibt hier noch jemand, wäre es hilfreich, wenn es da stehen würde. Also generell ist ja so, wenn man den Stereo-Trader hat und es gibt eine neue Bildnummer und dann merkt er das ja halt auch an. Ja? Also sobald es irgendwas Neues, Offizielles gibt und dann penetriert er einen ja auch ohnehin jeden Tag damit, welche Bildnummer irgendwie gerade aktuell ist. Und von daher auf der Website, das führt dann eigentlich eher dazu, dass man das irgendwie mal, dass das mal vergessen wird und dann nicht mehr aktuell ist. Also es gibt ja so viele Präsenzen vom Stereotrader. Also einmal die Facebook-Seite, dann die Facebook-Gruppe, dann eine Testers-Gruppe, eine Webseite, dann noch irgendwie der Blog dazu, dann auch noch zum Beispiel von FX Flat die Landingpage. Und das ist halt alles zu viel. Und deswegen haben wir das so entschieden irgendwann, dass das halt nur im Stereotrader selber dann auch angezeigt wird, beziehungsweise bei der Installation sieht man es jetzt ja halt auch direkt auf der ersten Seite, welche Bildnummer man gerade installiert. Und von daher ist das eigentlich gar nicht das Thema. Und der Rainer schreibt bei mir noch nie, doch, also eigentlich müsste das auch irgendwie die Tage der Fall gewesen sein. Also sobald ich hier jetzt irgendwie halt, gut, bei mir ist es natürlich aktuell, aber ich habe ja auch noch diverse VPS-Server, wo der drauf ist, und da ist es halt, da wird es auch immer angezeigt. Wenn das bei jemand nicht der Fall ist, ja, also so, es ist andersrum. Also sobald ich einen neuen Chart aufmache, ja, also nicht, wenn ich einfach nur das 24 Stunden durchlaufen habe, dann wird es, glaube ich, tatsächlich nicht irgendwie überprüft. Bin ich mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Aber sobald ich halt einen neuen Chart aufmache und dann sehe ich das. Okay. Behaupten zwar jetzt halt hier zwei, drei Leute, dass es nicht so ist. Also kann ich nicht nachvollziehen. Also bei mir penetriert das auch immer so, dass ich sogar auf meinen Plattformen dann immer ständig irgendwie dazu genötigt bin, das halt irgendwie abzudaten. Ja, das kann ich bestätigen, dass die Information kommt. Ne? Sag ich auch so. Außer es ist halt, was halt eben schon mal der Fall ist, wenn eine Version nicht freigegeben ist, ja, zum Beispiel die 20, 30, ich glaube, das hat irgendwie, die war halt schon draußen,
aber war halt noch nicht freigegeben. Und das machen wir manchmal so, dass halt, nachdem zum Beispiel halt ein Test abgeschlossen ist, eine Testphase, und die Version dann online geht, dann ist die zwar verfügbar, ja, aber ist nicht zwingend erforderlich. Oder manchmal ist es auch so, wenn zum Beispiel Updates kommen, ja, die aber dann so marginal sind, ja, wo halt eigentlich, wo es dann eher Sinn macht, dann bei der alten zu bleiben, wenn die funktioniert. Und dann wird es auch nicht unbedingt angezeigt. Es wird nur dann angezeigt, wenn die wirklich offiziell ist. Und wenn wir halt von unserer Seite sagen, die solltet ihr jetzt auch installieren, ansonsten gibt es irgendwie Probleme, ja, dann erscheint auch die Meldung, beziehungsweise dann wird es entsprechend hinterlegt und dann erscheint auch die Meldung. Die erscheint nicht zwangsläufig für jedes Bild. Also vielleicht ist das auch einfach nur ein Verständnisproblem an der Stelle. Okay. So, es wird ja immer mehr hier. Ja, die Fragen sind jetzt alle gekommen. Ja, Sehr gut. noch 25 Minuten. Das Gucken schaffen wir. wir es durchkriegen. Der Oliver schreibt, ich möchte keine Töne verwenden. Jetzt muss ich es halt selber keine Töne verwenden. Das kann man noch im Setup ausschalten, oder? Meine ich das nur? Bei Trading, also wenn jemand keine Töne haben möchte, gibt es doch hier einfach einen Knopf im Setup, Play Sounds, einfach deaktivieren. Dann hat man keine Töne. Okay. Ja, die Frage ging ja weiter, tatsächlich, dass der das zwar deaktiviert hat. Ist das denn wahrscheinlich, kommen ja noch die zusätzlichen MetaTrader-Töne noch dazu, ne? Ja, das kann sein. Das kann man auch abschalten unter Extras und Optionen. Gibt es einen Reiter Töne, da kann man auch weitere Töne abschalten. Okay, aber gucke ich auch gerne nochmal drüber, ob es damit irgendwas auf sich hat. Also wäre mir jetzt nicht bekannt, zumindest. Okay, so, dann haben wir hier noch so ein paar spezielle Fragen beziehungsweise Verständnisfragen. Der Jens fragt, kannst du mal zeigen, wie man automatisiert den Stop auf einen Indikator nachzieht, zum Beispiel Parabolic? Das geht so nicht. Also ich kann halt nur den Stop auf die Indikatoren nachziehen, die halt auch drin sind. Also jetzt hier im Trading Stop, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe hier long, ja, und dann kann ich halt hier zum Beispiel Moving Average zum Beispiel halt neben SMA 200. Ich sage als Beispiel da, dann wähle ich den einfach hier aus und dann zieht er mir den Stop auf dem Moving Average 200 nach. Aber ich kann jetzt nicht pauschal hier irgendeinen Indikator reinziehen und sage, hier zum Beispiel Supertrend und dafür den mal hinterher. Das kann man programmieren, das geht. Ja, also das heißt, nicht ich muss das machen, sondern dafür gibt es halt die API, mit der man das zum Beispiel machen kann, ist aber leider jetzt irgendwie nicht auf Knopfdruck machbar. Also das meinte ich eben mit Verständnisfrage. Grundsätzlich geht das, aber jetzt leider nicht per Voreinstellung auf Knopfdruck. So, dann fragt der Norbert, mein Freund Norbert aus Düsseldorf, kann man auch die Farben der Moneylines verändern? Ich habe die ziemlich dunkel drin. Ich weiß immer auch nicht auf alles, auf Anhieb eine Antwort. Ich muss selber erst mal gucken. Also hier Rechtsklick, Expert Advisors und dann Properties oder viel einfacher aus dem Skype-Terminal hier oben drauf. Da gibt es ja halt hier so diverse Farben. Er muss so höher gehen. Money Lines, Custom Chart Only. Weiter. Ja, genau, da ist es. Mensch, Norbert, das sind die Düsseldorfer. Das ist immer ein Problem mit denen, ne? So. Also, mitbekommen, Norbert. Also hier oben einfach im Skype-Terminal, da auf dieses Symbol klicken. Muss man treffen. Nicht so wie ich. Irgendwie, okay. Das stimmt nicht ganz genau. Muss man eigentlich ganz genau da oben in die Ecke. Das ist nur so überdeckt. Das ist nämlich eigentlich eine MetaTrader-Funktion. Oder eben Rechtsklick und dann hier Expert Advisors, Eigenschaften und dann hat man das auch. Ja, und da kann ich halt hier alle möglichen Farben kann ich halt einstellen. Problem ist halt nur, man muss das natürlich dann entsprechend speichern und dann halt jedes Mal auch laden, also manuell, dass wenn man halt die Farben halt haben möchte. Das ist halt so ein bisschen
kompliziert, aber geht generell auf jeden Fall. Denk nur daran, dass meine Düsseldorfer Kollegen sich die Aufzeichnung auch anschauen. Ja, das macht nichts. Die wissen ja, wo ich wohne. Ne? Die können sich ja dann halt persönlich beschweren kommen, in welcher Form dann auch immer. Okay, nein, aber es ist halt immer so ein Running Gag. Der Norbert kommt, der ist ja halt auch in der Gruppe sehr aktiv, ist einer von den ganz aktiven Händlern dort, die auch sehr, sehr gute Trades posten, muss ich auch jetzt mal so sagen. Ja, so, also mein lieber Norbert, so, ich finde es klasse, wie du dich da beteiligst, und deine Trades sind ja auch fast immer gut, außer wenn ich short bin und du long, dann natürlich nicht. Aber ansonsten sind die ja schon ein ganz großes Kino, und an der Stelle vielleicht auch mal ein Dankeschön für deine ganzen Beiträge. Finde ich ja halt auch gut, wenn es andere so machen. Okay, dann hat vorhin noch jemand, das war glaube ich auch die Tanja zwischendurch, gefragt, wo man den Blog findet. Den findet man einfach unter dirkhilger.de oder auch über die Facebook-Gruppe, dort ist das jeden Morgen ja verlinkt. Oh, das ist hier gar nicht drin. Das war ein anderer VPS, sorry. Also die Facebook-Gruppe heißt Traders Club von StereoTrader.net. Der Nelson kann das vielleicht nochmal, den Link da auch reinposten. Und dort ist jeden Morgen auch entsprechend der Blog verlinkt. Und eigentlich ist so, der Blog ist eigentlich eher so, ja, ich will jetzt nicht sagen nebensächlich. Also dort, ich stelle halt dann dort auch immer so einen Ausblick vor und so nach einer eigenen Methode halt Marken, die sehr oft richtig gut funktionieren. Heute im DAX auch, ist genau dahin gelaufen und genau dort abgeprallt. Natürlich auch nicht der heilige Gral, funktioniert aber dann, wenn es funktioniert, aber meistens dann auch sehr, sehr genau alles. Und drumherum gibt es dann halt eben die Facebook-Gruppe, wo jetzt aber nicht nur ich irgendwelche Trades vorstelle, sondern eben halt auch Leute wie hier der Norbert, den ich gerade erwähnt habe. So, bitteschön, Norbert, ja. Okay, so, jetzt muss man hier, glaube ich, ein bisschen Gas geben, damit wir hier durchkommen. Dann kommt hier der Waldemar. Die Market Trail ATR Bereich strategische Order funktioniert bei mir nicht mehr richtig. Die Limit wird viel weiter gesetzt als der aktuelle Kurs. Und das muss ich jetzt nochmal lesen. Also, die Market Trail ATR in der strategischen Order. Also, da gibt es eine, die heißt Market Trail ATR. So, in der strategischen Order. Funktioniert nämlich richtig. Die Limit wird viel weiter weggesetzt als der aktuelle Kurs. Moment, also versuche ich doch mal, was da rauskommt. Also das wahrscheinlich, was der Waldemar meint, dass die zu weit weg ist, ja, das glaube ich nicht. Weil das heißt der Market Trail ATR. Das heißt, Market Trail, ich glaube, das ist auch so eine Orderart, die viele nicht kennen, habe ich letztens irgendwie in der Gruppe mal gemerkt, es gibt ja eine Market Trail Order. Das ist so ähnlich wie die Limit Pullback, nur eben manuell. Vielleicht greife ich da mal ganz kurz eins vor. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte, wenn der jetzt nochmal hochzuckt, möchte ich long dabei sein. Ja, gibt es ja die Möglichkeit halt hier, das Normale wäre ja dann irgendwie Limit Pullback, ja, sobald er da drunter kommt und läuft er ja drüber und geht dann hoch. Ich könnte natürlich auch hier einfach Market gehen, indem ich kaufen klicke. Ja, also einfach hier draufklicke. Es gibt aber auch die Market Trail. Das heißt, wenn ich hier mit Shift draufklicke, ja, also Shift-Taste gedrückt halten, genau, das war nämlich letztens so ein Thema, einfach Shift gedrückt halten, dann loslassen und dann, ja, das war jetzt halt nicht so ein schönes Beispiel, ich mache das eben nochmal. Also, wenn er sich jetzt mal irgendwie dazu entschließt, ein bisschen zu bewegen. Auf jeden Fall ist es so, ja, dass der dann einen Punkt oben drüber, das kann man natürlich einstellen, den Abstand. Funktioniert genau wie eine Limit Pullback. Also eigentlich an der Stelle wie eine Limit Pullback, die schon überlaufen ist. Und sobald er jetzt wieder hochrennt, bin ich halt drin. Rennt er aber weiter runter. Und dann trailt der Stereo Trader diese Long Order dann am Kurs hinterher runter. Ja, und zwar bis zu dem Punkt, wo es dann halt einmal in meine Richtung läuft. Und dann erst bin ich gefillt. Und ist jetzt hier, der Markt ist natürlich jetzt hier viel zu unvolatil, um das jetzt irgendwie vernünftig zu zeigen. Aber wenn ich halt zum Beispiel halt eine schöne Bewegung habe, die halt so nach unten geht, ja, oder umgekehrt nach oben, und da kann ich mich damit halt wunderbar halt dran klemmen.
Und mal gucken, vielleicht kriegen wir es jetzt ja umgekehrt. Um es mal ein bisschen deutlicher zu zeigen. Der Abstand hier ist natürlich jetzt auch sehr eng eingestellt. Ich meine, das kann man hier auch irgendwo umstellen. MTO Distance, das ist nämlich genau das. Die MTO Distanz, das ist die Market Trail Order Distanz. Ich stelle die mal auf 2, damit die hier nicht immer gleich gefüllt wird. Also 2 Punkte heißt jetzt an der Stelle, wenn ich zum Beispiel Shift und dann Short und dann hängt die Order 2 Punkte hinterm Kurs. Und haben wir ja gerade gesehen, vielleicht sehen wir noch ein bisschen. Und weil ich will ja halt möglichst hoch zum Beispiel in Short halt reinkommen. Und wenn jetzt halt noch ein Stück weiterläuft und dann halt hier irgendwie ruckartig dreht und dann werde ich auch entsprechend erst hier oben gefillt. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht direkt Short Market, sondern mache das mit der MTO. Ja, und dann weiß ich halt zumindest, ich bin in der aktuellen Richtung unterwegs, wie jetzt zum Beispiel. Ja, das sind jetzt 2 Punkte. Aber wie man sieht, entsprechend, das ist halt der Riesenvorteil daran, ja, weil ich ja halt direkt in der Bewegungsrichtung drin bin, kriege ich halt meistens halt den besseren Fill. Und wenn man halt einen Shortmarkt hat, der irgendwie gerade nur am Korrigieren ist, so wie wir das letztens beim DAX haben, habe ich auch irgendwie 3, 4 Mal geschrieben, hier einfach MTO, immer wieder rein und raus, rein und raus. Und dann habe ich halt wirklich diese ganzen kurzen Bewegungen drin, weil die ja meistens sofort in den Gewinn laufen. Ja, so sieht man ja hier jetzt halt auch. Das war jetzt mit 2 Punkten noch ein bisschen viel, aber es halt. Und die Vola, klar, jetzt wie gesagt zu gering, aber man sieht es ja, das läuft ja meistens dann erstmal ins Plus. Und so kann ich dann halt eben in schnellen Marktbewegungen, wo der Kurs dann gerade mal halt korrigiert, einfach mit einer MTO da rein, also einer Market Trail Order, und kann so eigentlich wesentlich besser mich da positionieren und muss nicht unbedingt eine Limit Short setzen an einem bestimmten Punkt, sondern manchmal ist ja auch so, dass der Kurs dann so halt da hochläuft und knapp davor und dann sehe ich, oh, der bremst ja hier schon irgendwie, meine Limit ist aber da oben. Und da kann ich halt sagen, na gut, dann mache ich doch eine Market Trail. Wenn er hier schon runtergeht, dann bin ich halt drin, dann rennt er halt nicht weg. Ja, also finde ich halt in schnellen Märkten sehr, sehr hilfreich. Und was jetzt hier gemeint war, ich glaube, das kennen halt echt viele nicht, das habe ich letztens auch gemerkt. Und was der Mal Waldemar gemeint hat, das war halt hier die Market Trail ATR. Das ist halt hier einfach nur eine völlig simple Strategie, ja, mit der ich halt einfach sage, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Short gehe, ja, und bei Market Trail ATR und klicke dann hier auf Short und dann ist meine Short Order im Abstand von der ATR, also von der Average True Range, also die durchschnittliche Länge, kann man so sagen, von einer 5-Minuten-Kerze, weil das hier gerade mein 5-Minuten-Chart ist. Und dann ist die halt in der durchschnittlichen Länge einer 5-Minuten-Kerze vom aktuellen Kurs entfernt. Beziehungsweise sieht man ja, wird da entsprechend halt geführt. Ja, so habe ich halt die Volatilität da halt auch so ein bisschen drin. Auf Und wie es hat mit dem auf Stop. Bitte? bezogen auf die ATR, auf wie viele Perioden betrachtet? Die steht standardmäßig auf 14, müsste 14. die stehen. Ja. Man kann halt auch, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn man zum Beispiel hier halt eigene Sachen dazu programmieren möchte, also generell kann man es ja so oder so, kann man ja halt hier das Panel ausklappen und größer machen, ja, und dann kann man sich das alles selber einstellen. Man kann aber auch hier zum Beispiel dann, wenn man einen Editor hat, hier auch mal auf Open Data Folder, jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich es nicht finde, bin ich hier im MT5, ah, ich bin hier im MT5, okay. Da gibt es halt hier auch irgendwie, oh, da muss ich jetzt auch echt hier schon wieder auf die Suche gehen. Da gibt es halt eine XML-Datei, Strategic Orders XML, genau, da ist es doch. Ich habe aber hier keinen Editor drauf, das ist halt jetzt ein bisschen doof. Aber die kam mit dem XML-Editor, den es ja kostenlos überall gibt, kann man die Sachen zum Beispiel halt alle auch entsprechend anpassen oder halt Strategien halt dazufügen, den einen anderen Namen geben, die Werte ändern und so weiter und so fort. Und ich kann es jetzt hier nur leider halt nicht zeigen, weil, wie gesagt, ich habe keinen Editor drauf. Ich kann es mal versuchen, ob es hier mit dem normalen geht, aber ich glaube es irgendwie nicht wirklich. Da kommt wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Nee. Da kommt nichts mehr raus. Ich könnte es halt höchstens mit dem Explorer, aber dem traue ich nicht. Ich mag den nicht. Da kann ich es ohnehin nur anzeigen. So, aber hier ist jetzt halt eben genau das passiert, ne, während ich es hier erzählt habe. Also im Abstand von der ATR 14 wurde entsprechend die Order geführt. Ich
platziere natürlich den Trail direkt an, das ist natürlich Quatsch. Und entsprechend jetzt hier gefüllt. Ja, also habe ich halt die Volatilität einfach nochmal mit berücksichtigt. Und das ist halt eben, das hat nichts mit dem Stopp zu tun. Genau, das war nämlich die Ergänzungsfrage von dem Waldemar, sondern einfach nur mit dem Abstand von der Stop-Order, also von der MTO-Order zum aktuellen Kurs. Und wie man sieht, ist gar nicht so doof, ne, das so zu machen. Weil man dann halt einfach auch die Gewissheit hat, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Market Trail ATR, dann habe ich die Gewissheit, es muss in der durchschnittlichen Länge von der 5-Minuten-Kerze überhaupt mal in Richtung meiner Order gelaufen sein, damit die gefüllt wird. Und dann weiß ich halt auch an der Stelle, okay, ich bin schon mal überhaupt generell in der richtigen Richtung unterwegs. So, ob das jetzt zum Beispiel hier unten durchfällt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, ja. Aber halt, so generell bin ich halt einfach mit der Bewegungsrichtung dann halt auf jeden Fall im Markt drin. Okay. So, und da gibt es natürlich halt auch, das ist eigentlich aber nur als Beispiel gedacht, ich mache den nochmal weg, hier die einfache Market Trail. Das ist aber eigentlich nichts anderes, wie wenn ich jetzt hier oben Shift Short, behaupte ich jetzt mal so, ja, ist genau das Gleiche, nur dass man dann hier den Abstand dann noch, auch nochmal separat einstellen kann. Aber ist genau das Gleiche, also dann muss ich nicht hier oben Shift, sondern drücke hier unten einfach auf Short und habe den gleichen Effekt wie hier oben. Ja. Und das ist halt, man sieht ja diese Sachen, ich klappe das mal eben auf, wenn man hier aufs Logo klickt und dann bei Layout. Und dort gibt es ja Advanced erweiterte strategische Order. Wenn ich das auswähle, und dann sehe ich halt auch die ganzen Parameter. Ja, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, dann sieht man das auch ganz deutlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Market Trail ATR auswähle, und dann sind hier die ganzen Einzelwerte, habe ich ja im Zugriff. Also hier sieht man auch, dass die ATR 14, Distanz 1 heißt einmal die ATR 14. Ich könnte es auch zum Beispiel dann auf 0,5 oder auf 2 stellen, ja. Und dann bin ich halt die doppelte ATR dann an der Stelle entfernt. Stimmt das jetzt, was ich hier gesagt habe? Nee, das ist falsch. Kommando zurück. Sondern es ist hier, das hier oben bezieht sich auf die Limit Orders, beziehungsweise die Grid Orders. Und wenn es jetzt hier nur um die Market Trail Order geht, das ist ja immer noch ein zusätzliche Order in den strategischen Ordern, da habe ich ja unten Instant Open, also das, was halt direkt aufgemacht wird. Und da kann ich ja zum Beispiel MTO auswählen. Und da kann ich auch die Distanz nochmal einstellen. Und da sage ich halt dann zum Beispiel an der Stelle 2. So, und jetzt sieht man halt, es ist wesentlich weiter weg. Das ist die doppelte ATR, ja, weil hier eine 2 steht. Bei einer 3 wäre es entsprechend dann halt natürlich hier unten. Ja. Und wie man auch sieht, sobald man halt hier irgendwie mehrfach draufklickt, ist die andere auch entsprechend verschwunden. Und da kann man einfach mal ein bisschen mit rumspielen, mit den Werten hier und einfach mal gucken, was passiert. Muss man ja nicht unbedingt auf dem Live-Konto machen, sondern auf dem Demo-Konto. Da kann ich auch hier genauso noch mal sagen, irgendwie, ich wähle mir halt eine andere ATR aus, was habe ich noch drin? 20, 30, ja, dann habe ich halt irgendwie nochmal eine andere Glättung drin. Dann sieht es halt nochmal anders aus. Ja, aber das nur mal als Erklärung. Und da sieht man halt auch, da steht zum Beispiel Stop-Loss, der steht auf 0 relativ, ist also nicht gesetzt. Und deswegen, das war halt auch die Frage, wie sich das auf den Stop auswirkt, gar nicht. Ja, ich könnte den hier natürlich setzen. Ich könnte auch jetzt zum Beispiel, wenn wir schon gerade dabei sind, das ist ein bisschen komplizierteres Thema, aber ich zeige es trotzdem mal, ich stelle mal. Beziehungsweise ich wähle hier nochmal das Preset nochmal neu aus. So, Market Trail ATR, also steht unten auf 1. Und ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel sagen, ja, wenn ich den Stop gleich mitgesetzt haben will, dann setze ich den auch auf 1. Ja, dann habe ich halt entsprechend also Faktor 1 mal die ATR 14. Das müsste dann jetzt auch mein Stop sein. Gucken wir mal, ob das stimmt. Also wähle dann halt hier jetzt einfach mal Short. Weil das jetzt ein bisschen lange dauert, bis der gefüllt ist. Ich mache den mal ein bisschen enger. Also MTO heißt nochmal eine Zusammenfassung, Market Trail Order. Das heißt, er setzt sich bei Short darunter und zieht sie mit hoch, wenn es hochläuft, im Abstand von 0,5 mal der durchschnittlichen
der ATR 14, also der durchschnittlichen Volatilität. Stop Loss ist einmal die ATR 14. So, ist jetzt natürlich der Stop noch nicht gesetzt. Aber hier oben sieht man schon, der Wert ist verändert worden, 9,5. Das ist dann auch die ATR 14. Kommt man damit oder ist das zu kompliziert? Ist natürlich jetzt ein bisschen. Nein, ich finde, du hast das sehr gut erklärt. Ja, es ist halt so ein bisschen ein schwieriges Thema, ne? Weil es halt immer so vom normalen Trading halt irgendwie weggeht. Ne? Deswegen haben wir auch die Aufzeichnung, kann man alles in Ruhe nochmal nacharbeiten. Also in anderen Plattformen findet man sowas ja nicht. Also das ist dann höchstens vielleicht mal irgendwie als Add-on, wobei ich das auch noch nicht gesehen habe. Aber das ist halt immer, das sind so die ganz speziellen Sachen, aber die halt aber echt auch nützlich sind. Und mal gucken, vielleicht kann ich ja da schon morgen auch mal im Live-Trading auch mal irgendwas vorführen. Kommt natürlich auf den Markt an, das ist natürlich klar. Wenn da morgen alles stillsteht, dann funktioniert das nicht. Wenn der aber halt schön springt mal in irgendeine Richtung und dann sieht man das. Sitze hier, Moment, ich fahre das mal eben hier raus. Und um das mal kurz nochmal zu zeigen, hier mit dem Stop-Loss, also er steht, also nochmal, ATR 14, die liegt aktuell bei 9,5. Ja, das weiß ich halt jetzt deswegen, weil es hier auch jetzt angezeigt wird. Und ja, da steht es ja auch. Wusste ich gar nicht. Habe ich auch mal irgendwann programmiert, wie ich sehe. Also, sobald ich hier die Maus drüber bewege, kriege ich hier die ATR angezeigt. Die liegt bei 9,5. Echt? Wann habe ich das denn gemacht? Es ist schön, Wahnsinn. schön zu sehen, dass du dich selbst überraschen kannst. Ja, der habe ich mir begeistert. Ich wollte gerade sagen, das müssten wir eigentlich mal dazu bauen. Das ist ja schon drin. Also, wenn ich hier auswähle ATR 14, hier Maus drüber, und dann zeigt er mir an, ATR ist 9,5. Das heißt, eine 5-Minuten-Kerze war die im Durchschnitt von letzten 14 Kerzen 9,5 Punkte lang. So. Und folglich, wenn ich den Stop-Loss auf 1 stelle, ergibt sich hier ein Stop-Loss von 9,5. Stelle ich den auf 2, steht hier entsprechend 19. Verrückt. Ich bin begeistert. Ich habe mir ab und zu tatsächlich schon mal Gedanken gemacht. Ich sehe, das finde ich immer ganz interessant. Nein, aber also es geht mir manchmal wirklich so, es ist halt schon crazy, dass man Sachen findet, wo ich denke, das müsste ich mal machen, dann ist das schon längst drin. Und wo ich dann selber einfach mal kurz vergessen habe. Ja, es ist halt schon extrem viel Zeug halt drin. Okay. So. Gut. Und die Zeit ist natürlich So, haben wir. fortgeschritten, aber wir wollen natürlich fair bleiben. Deswegen bitte keine neuen Fragen mehr. Wir haben noch drei Fragen, die offen sind. Dann würden wir die nochmal bearbeiten. Okay. Aktuell wird das MP mit der VA. Haben wir das nicht schon gehabt? Das Market Profile mit der VA. Und VWAP nicht angezeigt. Steertrader Bild MT5 2031. Moment, muss ich mal gucken. Wir waren ja vorhin nur im MT4. So, fragen wir den Kollegen hier mal wieder zurück in sein Kästchen. So. Jo Mai, was ist denn das? Das ist ja tatsächlich so. War das vorhin, war ich hier im Sport auch im MT5? Nicht, dass es jetzt hier irgendwie so ein MT5-Ding ist. Nö, wird nicht angezeigt, stimmt. Hat sich aber kein Mensch bisher irgendwie gemeldet. Das erstaunt mich gerade sehr. Also, muss dann auch aktualisiert werden. Aber kann ich mir irgendwie gerade selber nicht irgendwie auf Anhieb erklären. Na gut, hier sehe ich jetzt eh nichts. Hat kein Mensch sich beschwert. Das ist echt. Sehr, sehr traurig. Das ist aber halt ganz sicher Pillepalle. Also, da bin ich mir sicher, weil das ja ohnehin alles identisch ist zwischen MT5 und mal kurz versuchen. Und MT4. Wo bin ich denn hier? So, kann ich aber gleich sagen, ob das morgen funktioniert. So, okay, machen wir währenddessen mal. Da ist es doch. Ah, nee, Quatsch. Nee, doch. Hä? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das kann jetzt natürlich sein, dass während ich jetzt hier irgendwie rumgeklickt habe, dass der schlichtweg einfach nur die Daten neu geladen hat.
und dass die nicht da waren. Also ich bin hier MetaTrader 5, habe das Market Profile kriege alles angezeigt. Okay, schräg. Also sollte funktionieren. Da kann es halt wirklich sein, dass du vielleicht einfach mal irgendwie, oder entweder das ist was Spezielles beziehungsweise Individuelles. So, mal gucken. Jetzt habe ich das hier mal irgendwie neu gemacht. Weil man sieht ja, das lädt ja im Hintergrund teilweise langsam. Ne? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was da gerade noch an Prozessen ist. Sieht man, wie das hier gerade aufgebaut wird. Das heißt, er hat jetzt hier an der Stelle vermutlich die Datenbank jetzt irgendwie gerade komplett neu gemacht. Könnte sein, dass es einfach, dass man vielleicht ein bisschen Geduld haben soll und mal versuchen, vielleicht hier unten mal bei Anzahl Tage mal auf 1 zu stellen, wobei das hier schon kriecht manchmal, das ist schon ein bisschen schräg. Und wenn nicht, dann am besten mal irgendwie E-Mail schreiben, falls sowas nicht gehen sollte. Also gibt keinen Grund. So, dann haben wir hier noch von dem Oliver, wo kann man sich im Steo Trader 2.0 die Pfeile, also das hatten wir doch schon, ne? Das Die haben wir schon Pfeile der gemacht, eingegangen. genau. Ja. Aber von Nils die Frage 18:48 Uhr. Ja. Da werden die Money Lines im Down nicht angezeigt. Ja. Also Money Lines, um das mal kurz zu erklären. Da gibt es auch eine total plausible Erklärung, warum das so ist. Moment, gucken, den mal hier raus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich jetzt hier zwischendurch. Okay, lebt noch. Die Money Lines, das ist hier unten bei Chart. Da gibt es ja ML. Ja, so. Da sind die Money Lines. Also grundsätzlich sind die da, ne? So, und jetzt schreibt der Nils im Vergleich zu anderen Werten. So, jetzt zeige ich mal, was er meint. Wenn ich jetzt hier den DAX dazu aufmache und zeige dort die Money Lines an. Money Lines sind Support and Resistance, die automatisch berechnet sind. Und da sieht man hier, da ist alles voll. Ja. So, das ist aber deswegen nicht unbedingt besser. Das liegt schlicht und ergreifend daran. Also die Money Lines, die werden errechnet. Also da werden halt Cluster gesucht, also wo es halt Support gab, beziehungsweise Widerstand in der Vergangenheit, und zwar die letzten 400 Tage rückwärts. Und beim DAX ist es ja ganz einfach erklärbar. Der DAX hängt ja schon seit wie vielen Jahren jetzt eigentlich da? Seit 3 Jahren. Guckt er hier schon um die 12.000 halt drumherum. Und entsprechend hat er natürlich jede Menge Material gesammelt in den letzten Jahren, woraus sich dann halt die Money Lines ergeben. Heißt aber dann auch, dass die eigentlich nicht mehr wirklich brauchbar sind. Da muss man halt leider auch klar sagen, auch wenn ich jetzt hier exakten Abpraller habe, da vielleicht auch noch irgendwie ein, aber damit kann man eigentlich nicht mehr wirklich viel anfangen. Oder gut, hier unten, das hat noch funktioniert. Also das hat schon eine Bewandtnis, aber daher kommt eben diese Dichte an Money Lines, die ich habe. Wahrscheinlich im Minutenchart kann man die wahrscheinlich irgendwie alle noch scalpen. Und das auch, damit auch, glaube ich, ganz einfach erklärt, warum der DAO so dünn aussieht an der Stelle. Weil der da noch nie war, beziehungsweise der war erst ein, zweimal da. Und entsprechend hat er natürlich längst nicht so viele Cluster, wie der DAX einfach. Und das ist halt der ganze Grund. Also wenn wir hier zum Beispiel, wenn ich jetzt, oh, jetzt rennt er mir hier weg. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal so ein Ding da halt nehme, ja. So, da steht zum Beispiel Gewichtung 4. Das heißt, er hat halt entsprechend 4-mal hat das Ganze schon funktioniert als Support beziehungsweise Resistance. Ja, und deswegen ist die Linie halt dicker. So, und wenn ich jetzt am DAX gucke, zum Beispiel hier so ein Ding, da habe ich eine Gewichtung von 10. Ja, das heißt, da ist er schon in der Vergangenheit 10-mal abgeprallt. Also es bezieht sich übrigens immer auf den Tag. Das heißt, es gab 10 Tage in den letzten 400 Tagen, wo er an der Stelle abgeprallt ist und danach auch nicht mehr drüber. Ja, also so wird es halt gerechnet. Und ist natürlich nicht ein exakter Punkt, sondern ist halt hier so ein kleines Cluster. Und mit einer Breite von, was ist denn da eingestellt, von maximal 7 Punkten ist das Cluster dann halt eben entsprechend breit. Aber wie gesagt, da ist ja schon 10-mal
gab es schon Tageskerzen, die da halt drin gehangen sind und nicht weitergekommen sind. Und beim DAO entsprechend erklärt sich das ja hier auch relativ einfach. Da gab es ohnehin nicht so viele Tage, wo der in dem Bereich halt drin war. Ne? So, und deswegen hat man aber auch den Vorteil, dass man damit eigentlich ein bisschen mehr anfangen kann. Ne? Aber das nur als Erklärung. Hier unten ist zum Beispiel in so einem Bereich, ja klar, knapp unter der 25.000, da war schon öfters mal was los. Und da sieht es dann schon wieder anders aus. Wobei, ob man dann damit noch was anfangen kann, das ist halt die andere Frage. Okay, ich denke mal, das ist verstanden. So, Und die letzte dann haben wir Frage, noch. genau, von Paul, 18:10 Uhr. Wo ist er? Echt? Ich habe doch da unten noch einen. Achso, haben wir zwei Fragen. Okay, das kann sein. Oder? Habe ich da? Nee, Quatsch. Ja, doch. Ja, das kommt immer die Frage: Gibt es nicht eine App für den Steo-Trader? Nein, gibt es nicht. Ich behaupte auch, das würde von der Performance so nicht ohne weiteres hinhauen, was da an Rechenleistung und an Speicherkapazität und weiß ich nicht, was alles gebraucht wird. Also von daher. Wer eine App haben möchte oder unbedingt den Steo-Trader auf dem iPad oder wo auch immer handeln möchte, der sollte sich ein VPS zulegen und dann tatsächlich über ein VPS handeln. Dann habe ich ja das Ganze, die Oberfläche auch entsprechend auf dem Tablet. So, 18:10 Uhr hast du gesagt. Ne? Muss ich richtig hochscrollen hier, ist ja was los, ist ja unglaublich. Es wird Zeit, dass es draußen wieder wärmer wird. Dann komme ich hier nie raus. Okay, der Paul. Hallo, kann man es einstellen, dass die Chartverschiebung, wenn man diese nach links zieht, das Chart wechselt und wieder zurückgeht, nicht wieder nach rechts springt wie beim normalen MT4? Also, ich vermute jetzt mal, mein lieber Paul, da musst du mir vielleicht gleich kurz helfen, wenn ich da was falsch verstanden habe. Ich gehe mal in den MT4, damit wir auch von dem gleichen reden an der Stelle. Also, wenn ich den Chart nach links ziehe, also von links ja dann eigentlich, ne, dass er nicht wieder zurückspringt, dass der Chart wechselt. So. Das heißt, der bleibt ja nur so lange stehen, das kennt man ja, ne, so, bis halt ein neuer Tick kommt und zack, und dann ist er wieder da. Man kann das, wenn man stattdessen hier bei Chart damit in der Gegend rumspult, da geht das. So, ich mache das hier mal kurz aus. Da kann ich mich so bewegen. Da springt er auch nicht mehr zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was gemeint war, aber da geht Ja. es. Sobald ich hier einmal einen von den Knöpfen drücke, kann ich das halt machen. Da Und es kam noch eine müsste. Ergänzung von Paul. Andersherum mit dem Dreieck nach links. Verstehe ich nicht. Mit dem Dreieck nach links. Kann ich irgendwie gerade nicht so wirklich folgen bei der Frage. Oben am Ja, und Rand der das Harald Dreieck. schreibt, ich weiß nicht, was mit Neben Dreiecken, ist hier das Ich glaube, Pi? neben dem Stereo Trader Panel, da ist das dieses kleine Dreieck am oberen Rand des Chartsfensters, ja. Ach so, das ist nicht wieder zu. Das, also. Ja, der Platz wird halt immer gebraucht und automatisch berechnet. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, also falls das gemeint sein sollte. Weil der halt irgendwie sich immer selber justiert. Also ich hoffe, ich kann das halt hier oben am Rand das Dreieck. Also da vielleicht dann doch auch mal irgendwie eine E-Mail schicken, weil irgendwie so ganz verstehe ich es gerade nicht. Und der Harald hat gerade eingeworfen, also wenn man nicht möchte, wenn man hier scrollt und der Chart hinterher wandert, und dann muss man das Autoscroll ausmachen. Das erreicht man entweder hier drüber, ja, oder sobald man halt hier, wie gesagt, damit navigiert, wird das automatisch ausgeschaltet. Ich glaube am Schluss auch wieder ein, jedoch nicht. Nee. Muss man wieder einschalten. Also. Okay, also wie gesagt, Paul, falls das irgendwie halt jetzt alles keinen Sinn ergeben sollte, was ich jetzt gerade so gesagt habe, weil ich die Frage nicht verstanden habe. Sei so nett, schick dann einfach eine Mail. Alright.
Wie ich sehe, haben wir das jetzt doch alles geschafft hier, ne? Das Haben ist wir wirklich alles unglaublich. geschafft und ich finde, Okay. dieses Webinar war wirklich auch sehr informativ. Also sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, insbesondere was sich dort strategische Orte betrifft. Haben wir wieder einiges dazugelernt. Dirk war selber auch überrascht. Von daher Ja. wirklich gutes Webinar heute. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Wir hören uns, sehen uns ja schon morgen früh. Also wenn Sie Lust haben, dann sich nochmal registrieren für morgen. 9 Uhr. Ist das richtig? Sage ich gerade hier was Falsches? Nee, ne? 9 Uhr war Ja. korrekt. Ja. Geht es los. Und ja. Vielen Dank für die Teilnahme, dass Sie wieder zahlreich dabei waren und auch wirklich aktiv die Fragen gestellt haben. Vielen Dank, Dirk. Und ja, ich verabschiede mich. Du hast wie immer das Schlusswort und bis morgen. Ja, danke auch von meiner Seite. Waren echt gute Fragen auch dabei, weil ich meine, das Ganze hier ist ja immer nur so gut, wie die Fragen sind. Und deswegen auch immer schön, wenn da mal Fragen kommen, die jetzt nicht so alltäglich sind, wie jetzt vorhin zum Beispiel halt das mit dieser MTO-Order. Und so sind wir da eigentlich erst noch drauf gekommen. Also nur mal ein Beispiel zu nennen hier für die Fragen. Gut, aber das war's von meiner Seite. Danke an Nelson für die Organisation, Moderation, an FX Flat natürlich für das Webinar. Ich dachte, jetzt kommt von nichts. Euch allen fürs Dabeisein. Das waren ja wirklich viele heute. Und ich denke mal, der ein oder andere wird ja auch morgen früh mit dabei sein. Ich freue mich auf morgen früh. Ansonsten hier bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.